Hallo und willkommen zurück bei Wildstar Beta. Ja, wie gesagt, hier andere Rasse, andere Klasse, andere Fraktion. Hier meine Exile-Dame mit Puschelschwanz und so weiter und Katzenohren. Ja, ein hässliches Cappy hat sie auch. Das war hier irgendwie als Soldier-Belohnung irgendwas. Habe ich es bekommen und halt aufgesetzt und habe dann gedacht, naja, okay, passt schon. Wir sind hier in der ersten, naja, sagen wir eher die zweite größere Stadt. Und ja, hier sieht man dann, da ist die Bank. Das sind halt hier solche komischen Terminals, ne, rechtsklicken. Hier muss man dann halt auch, ja, Tabs hier kaufen, um ja, irgendwie halt Zeug reinzumachen. Ich hole mir gerade mal hier so ein, ups, ja, I. Hier ist es I, in WoW ist es B. Um halt hier so ein Powercord rauszunehmen. Dann zeige ich euch gerade mal, wie das Crafting funktioniert. Ja, und hier ist der lustige Transport-Hub. Also wenn man jetzt hier draufklickt, ist das dann halt, ja, im Prinzip ist man, bin ich jetzt da momentan da gebunden und dann erscheine ich da hinten. Ups, leck. Ja, also die Server sind immer noch sehr, sehr laggy. Kann natürlich auch sein, dass es halt amerikanische Server sind. So. Crafting. Crafting Station muss man dann halt rangehen. Und ja, man bekommt hier Quests. Und muss die dann erfüllen. Dann ja, das skillt man eigentlich damit und bekommt auch, so weit wie es gesagt worden ist, irgendwie, ja, die Rezepte. Bin gerade mal ein bisschen hier am gucken, von wegen hier, momentan schreibt er nur mit 20 Frames auf die Platte. Ja, könnte sein, dass hier das Video ruckelt oder sonst irgendwie was nicht ganz flüssig ist. Egal. So, was muss ich denn hier bauen? Fiberflex, Fibertronic, habe ich sowas? Canvas Jacket, nee, Crips brauche ich. Fiberflex, Canvas Boots. Fiberflex, nee. Fiberflex, Canvas, Crips, Fiber. Vier Stück. Ja, ich habe jetzt nur zwei. Das heißt, wir. Also ich habe noch zwei Cores. Machen wir mal. Brauchen wir noch hier irgendwie so Garn. Das müssen wir extra kaufen. Und ja. Mir fehlt hier irgendwas. Ah, der Laden ist nicht sichtbar. Auch gut. Wie viel? Vier. Zwei, drei, vier. Also es geht ziemlich ans Geld, wenn man craftet. So. Dann öffnet man halt hier das Craft-Menü. Also ich habe es auch noch nicht so hundertprozentig raus, was da tatsächlich hier zu machen ist. Dann kann man hier irgendwelche Chips reinmachen, um überhaupt hier craften zu können. Also jetzt hier oben zum Beispiel den Powercore. Und ja, die Dinger kann man dann hier automatisch irgendwie dazu machen. Was weiß ich hier? Best Match Tech. So, Charge. Kann man dann hier erhöhen. Craften. Klack. Und ja, also viel steigern tut man da nicht. Es ist zwar hier ganz nett, dass man dann halt hier auch auswählen kann, was man da machen will. Eins ist immer irgendwie ausgegraut. Zumindest mal bisher.
Und so craftet man sich dann hier so munter durch. Deswegen, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, also es ist etwas laggy und alles. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so sein soll oder nicht. Was haben wir denn hier? Tech Fragments. Also ich lese es jetzt halt wirklich nicht. Das ist dann irgendwas, wenn es halt tatsächlich mal draußen ist, wo ich mich mit auseinandersetze. Aber momentan lasse ich es mal. Hallo? Ich weiß nicht, ob es so sein soll, dass der. Dass der da rumschwebt. Huh. Okay. Da kann ich auch nur wieder dasselbe lesen. Was kann man hier? Also, das sagt mir jetzt auch nichts. Noch hier, noch mehr wieder Soldatenmissionen unlocked. Ah, was haben wir hier? Hallo? Explorers Unit. Ja, nee. Steht mir im Weg. Collects Field Gear. Ja, das ist halt die Sache von wegen. Ja. ja, von wegen hier Navigation und so. Okay, man kann es aber von hier unten anscheinend anklicken. Ja, was hier zu machen ist, eventuell mit ihm hier quasseln. Field Gear. What have I explored? What haven't I explored? Ja, das weiß ich auch nicht, was du noch nicht da erforscht hast. Halt, mit dir halt stehen. Race you there. Okay. Da war. Ah, das war irgendwie hier so ein komisches, was wir gebraucht haben. Ah, ne, von da sind wir gekommen. Da brauchen wir da nicht nochmal hin zurück. Was haben wir jetzt hier? Collect. Okay. 66. Und da stehen auch noch ein paar Jungs rum, mit denen wir hier quasseln müssen. And are natural explorers, me especially. Boop. Race you to the top of that mountain. Now to cargo lifters in front of Explorers Union. Okay, hier gibt's. Be a farmer. You want to kill for free? You'll probably need to be a farmer too. Ja, hier gibt's halt das Bounty Board. Das sind Gruppenquests. Damit habe ich mich auch noch nicht so auseinandergesetzt, weil ich bin keine Gruppe. Und ja, deswegen habe ich da noch gar nichts gemacht. Was? Enter Code? Was? Macht sie irgendwas oder... Ah, halt! Aua, ja. Da steht der Code. 7319. 7319.
So, kommen die nächsten. Hallo, hallo. Ja, den da, den Gott bin ich hässlich, habe ich gestern auch schon gesehen. Gerade gucken, ob hier irgendwo noch anders irgendwelche Dinger sind. Ja, da oben. Okay. Ja, ich weiß nicht, warum da einige Sachen halt hier irgendwo rumfliegen und nicht auf dem Boden sind. Da, wo man sie auch anklicken könnte. Naja. Haben wir hier irgendwo ein paar Mobs für Action? Der ist schon wieder eingesammelt. Trick. Das hätten sie auch von Guild Wars übernehmen können, dass man da irgendwie ja, Sachen einsammeln kann. Egal, wer da dran ist. Hankering for some brains with a tasty side of gray matter. The space zombie apocalypse has never been so fun. Or delicious. Look who just made my day. Hey, watch it. These trees are friends of mine. Endlich mal ein bisschen Schießerei und so. Also sie kann halt schießen und sich bewegen. Komm mal her, du. Stunnen. Ach, zu kurz. Ach so, Rapid Fire ist ähnlich wie die eine, wie der eine Skill vom Krieger scheint. Okay. Ja, Rapid Fire habe ich jetzt gestern halt gerade noch so bekommen, bevor ich irgendwie aufgehört hatte. Challenge begins. Und deswegen kenne ich den noch nicht so. Auch hier sowas, je nachdem, was man eventuell anklickt, kann hier so ein Event starten. Ist, naja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ja, bin jetzt auch nicht so der Freund von diesen Events. Fiel mir das von Guild Wars auch besser. Es ist ganz nett, man bekommt halt XP, man bekommt andere Belohnungen. Aber wenn halt viel Betrieb ist, hat man es schwer überhaupt die... Ja, hier diese Events irgendwie abzuschließen. Warum ist da jetzt nur so ein Ding hier rausgefallen? Ich will nicht da zu dem Monster. Rote Monster sind böse. Au! Mistvieh! Aber auch sehr komisch, was da noch alles da rausgefallen ist aus dem Mob. Ja, und das ist halt dann auch, je mehr man halt sammelt in der Zeit, ja, da kriegt man halt Bronze oder Silber oder Gold. Also ich habe bisher immer nur Bronze geschafft. Sowieso halt am Anfang gibt es das sowieso noch nicht so.
Dann ist halt, gibt's nur einstufig, also immer Bronze. Das ist jetzt erst, ja, seit jetzt gerade oder seitdem ich jetzt hier in dem etwas höherstufigen Gebiet bin. So ab Level 9. Hat man halt dieses Silber, Bronze und so weiter. Aber wie gesagt, Silber ist schon schwierig. Wenn ich dann nicht noch die ganze Zeit hier so vertrödeln würde, von wegen, Challenge complete. Ja, mit F drücken oder, ja, gedrückt halten oder dauerhaft drücken und so weiter, würde ich es eventuell vielleicht, hätte ich es jetzt auch auf Silber geschafft. So, also die Events, wenn die halt abgeschlossen sind, kann man halt hier den Loot einfordern und dann bekommt man hier... Ja, hier so eine Art Glücksspiel. Man kann dann halt hier auswählen. Light Hands? Wieso? Achso, das ist Level 13. Ja, das ist dann halt, ja, am Anfang halt auch, hat man nur drei Sachen halt zur Auswahl und die Chance ist dann halt gleich. Und ja, hier scheint es dann auch mal sich zu unterteilen. Halt in der Höhe, hohe Chance, durchschnittliche Chance und ja, so gut wie gar keine Chance. Ich weiß immer noch nicht, wozu die hier so gut sind, deswegen probieren wir einfach mal das da und ja. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Yay! Plupp. Und wir haben neue Schuhe. Was haben wir denn hier? Tech. Achso, das sind hier die Handschuhe, die ich gecraftet habe. Finesse, Brutality. Was habe ich denn? Ich habe jetzt 8 Finesse und Moxie. Die sind natürlich besser. Naja, müsste ich mir bei Gelegenheit so angucken. So, wo ist die Tante? Die steht doch auch schon die ganze Zeit hier rum. Was? Da. Hatte ich hier den Cube schon? Nee, den hatte ich noch nicht. This force is truly impressive. I must admit that even with the powerful tools in my command, it would be difficult to create such a beautiful environment. That being said, one must not forget the dangers that exist here. The many vicious creatures on the hunt for prey. Being enthralled by such savage beauty could surely lead to disaster. Ja, da gibt's dann halt Hintergrundwissen. Ja. Slowen, feuern. Keine Ahnung, was das für eine Mechanik war. Ja. Da hat noch einer geholfen, okay. Also das war halt so eine Soldatenquest. So ein Soldaten-Event. Was ist das hier? Relic Hunter sind wir doch auch. Was gut ist hier, irgendwie halt Flüsse und Bäche und so weiter. Also Wasser hat halt eine Strömung.
finde ich eigentlich ganz nett umgesetzt. Also man kann sich da irgendwie treiben lassen. Ah. Das ist auch cool. Das ist halt eine Sammelfähigkeit. Man hat halt die Standard-Sachen, wie hier, ja, Rüstungsschmied, glaube ich, halt nicht, aber Waffenschmied, hier Schneider, dann irgendwie den Lederfutzel und noch irgendwas. Ja, sowas ähnliches wie Alchemie gibt es halt auch. Und dann halt Sammelfähigkeiten, ja, Erzabbau, Pflanzen und auch und dann halt hier Relic. Relics soll eigentlich für alles soweit gut sein. Man müsste mich da mal im Forum schlau machen. Mit, ja, was mit was am besten geht und was überhaupt Sinn macht für einzelne Rassen, Klassen, Kombis. Damit man sich da nicht allzu sehr in die Nesseln sitzt. Ich weiß nämlich nicht, ob man mehrere Berufe haben kann. Also ich habe jetzt halt auch nur Schneider und hier Relic Hunter. Also ein verarbeitender Beruf und ein Sammelberuf. Also das ist ja die Quest 128 in diese Richtung. Deswegen weiß ich da nicht so ganz genau, was dann halt da Sinn macht. Oder ob man da halt mehr machen kann. Man merkt schon, wenn da irgendwie ein Level höher ist oder so. Das merkt man dann schon. So, bevor ich jetzt mit der Folge hier Schluss mache, ich muss mich erstmal irgendwo hinstellen, wo ich halbwegs sicher bin, wollte ich noch gerade hier auf ja, aufs Action-Set, auf die Skills nochmal eingehen. Also ich habe hier schon ein paar freigeschaltet und man sieht halt, man kann die ja hier aktivieren. Also was weiß ich, ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel den Rapid Shot hier raus, mache ich hier weg. Dann ist er hier raus und dann könnte ich jetzt zum Beispiel Charge Shot reinsetzen. Dann kommt er da rein und ist dann in meiner Leiste drin. So funktioniert das Ganze. Und halt, man muss halt die Skills kaufen. Habe ich hier noch irgendwas offen, wo man es zeigen kann? Nein, habe ich nicht. Ja, das sind halt hier die Pfad-Skills. Die bekommt man, wenn man irgendwie im Pfad hier aufsteigt. Das ist hier extra nochmal getrennt. Das ist halt die ganz normale XP-Leiste. Wie in jedem MMO auch. Bis 100 und dann Level Up. Dann hier Tralala und Supidupi. Und hier ist dann das Pfad oder der Pfadlevel. Und da bekommt man halt auch, deswegen beim letzten Mal habe ich halt da die komische Mütze bekommen oder halt hier die Skills, die man dann bekommt. Man hat halt ja ganz normale Skills, also Angriffe, die man hier reinsetzen kann. Support Skills, das sind halt hier jetzt bei ihr jetzt zum Beispiel halt Heilspells, ja. Protection, ja, noch mehr Heilung, Utility, ja, das sind halt unterstützende Fähigkeiten, weil hier Flash Freeze ist dann halt ein Root, also der wird dann halt im Prinzip da an der Stelle gestunt, das hier war halt Gate, dann, das war irgendwie ein Charge nach vorne, der halt, kurzzeitig da irgendwas gestunt hatte, fand ich jetzt am Anfang ganz nett, aber
als Fernkämpfer will man ja eigentlich nicht an den Mob ran, sondern davon weg. Und ja. Man bekommt hier Ability Points beim Levelaufstieg. Ab Level 10, glaube ich. Oder ab Level 9. Ich glaube ab Level 9. Welche. Moment, ich bin Level 11. Ne, ab Level 10. Mit Level 10 bekommt man seinen ersten Ability Point und mit. Genau, mit 11 dann den zweiten. Und die kann man dann halt hier reinsetzen. Natürlich auch Tier Available erst Level 15. Also ich kann jetzt hier nicht einmal hier blob durchskillen, sondern ich muss halt warten, bis hier die Bubbles freigeschaltet werden. Und dann kann ich dann halt so die Punkte da reinsetzen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie abwählen kann oder reskillen kann. Das weiß ich halt nicht. Oder kann man? Ne, Base. Keine Ahnung. Wie das da halt ist. Oder wenn man es hier abwählt, ob dann da auch resettet wird. Oh ne, er hat es hier zurückgesetzt. Ah, okay. Kann man? Ah ja, wenn man dann auf Base klickt, dann wird das hier resettet. Cool. Wieder was dazugelernt. Also dann hier auf Base und dann gehen hier die Dinger weg. Und hier steht dann halt ja die Veränderung. 233, 228, ja, erhöht sich halt der Schaden da zum Beispiel ein bisschen. AMPs ist total unübersichtlich. Ich weiß nicht, was ist und ja, großes Chaos. Ich weiß jetzt auch nicht, wann sich das hier freischaltet. Ich wollte jetzt noch irgendwie ein Level spielen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das hinbekomme. Weil hier steht Power Costs 4. Ob man da 4 AMP-Punkte brauche, um das hier dann freizuschalten. Ich hatte es einmal hier schon probiert. Hier irgendwie ein Punkt, das ist, weil ich gedacht hatte, man braucht hier erstmal 4, um hier weiterzukommen. Nee, war halt nicht so. Man kann da halt hier skillen, aber das ist auch noch irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist schlimmer wie zu Urzeiten WoW. Überhaupt, also das ist noch nicht so wirklich. Es ist durchdacht, glaube ich. Also man kann halt hier ja, Assault. Das hier oben ist eigentlich ja, Utility Assault Hybrid mit Support und so weiter. Aber was wirklich so dahinter steckt, keine Ahnung. Man kann es aber hier auch resetten. Und man kann halt schon mal irgendwie hier irgendwie einen Punkt reinsetzen und kann man auch hier Undo sagen und dann ja, setzt er die letzten Sachen zurück. Ob man hier andere Action Sets kaufen kann, weiß ich jetzt auch nicht. So, hier ist ein Scrollbar, okay. Weiß ich jetzt halt auch nicht und was es damit dann auf hat. Weiß ich halt nicht. Oder ob es halt nur für die Abilities halt, dieses Action-Set halt gilt, dass man das halt hier wechseln kann. Okay. Ja, unsafe. Leave bitte. Okay, wie gesagt, das war's dann für diese Folge. Mit meiner kleinen blauen Katzen-Dame. Ich mache dann für diese Folge dann Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem anderen Charakter. Mit meinem Krieger. Der ist Level 8. Und dann zeige ich euch mal noch, wie es mit dem aussieht, wie da das Kämpfen aussieht und so weiter. Der hat auch noch nicht allzu viele Quests hier offen und ist noch nicht so in der Hauptstadt hier so drin oder halt in dieser ja, in dieser Stadt so, über in so einer ähnlichen Stadt halt drin, wo man halt so viel machen muss auf einmal, sondern der muss noch irgendwie, ja, anderen Klüngelkram machen, aber der hat jetzt halt auch noch nicht so die Spells und die Attribute und halt hat auch jetzt noch keine Berufe. Deswegen war ich erstmal auf die hier gegangen. Okay. Dann, wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder überzogen. Bis zum nächsten Mal.